Servusle, meine Lieben, und recht herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Generation Zero mit Voucher, mit unserem Nerd-Alterle. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Es geht weiter. Vernagelt die Kanonen. Suche Informationen über den Angriff auf die Festung Thorsberger. Hier haben wir unser Zeichen. Wir sind mittlerweile auch nicht mehr überladen. Ich habe hier jetzt einfach nochmal Köfferle gepackt mit irgendwelchem Zeugs, das ich jetzt eh die nächste Zeit nicht benutze, damit wir hier einfach auch das Looten nicht ganz einstellen müssen. Der steht seit gestern da und wartet auf mich. So, das war die Geschichte. Schön, dann sind wir ja schon mittendrin, statt nur dabei. Gleich nachladen. Hat aber kein Zeichen gegeben gestern noch. Da liegt eine Waffenkiste. Das ist aber ein Sturmgewehr. Wir haben jetzt schon mehr Waffen gefunden, als angezeigt war. Das Sturmgewehr wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Schrotflinte. Habe ich sie vielleicht schon und ich habe sie übersehen? Automatgewehr. Die Kapist. Nee, die haben wir noch nicht, oder? Nee, haben wir noch nicht. Dann sind mehr Waffen noch hier. Vielleicht zählen die in den abgeschlossenen Schränken nicht mit und die, die ich will, liegt im Schrank. Das kann natürlich sein. Dann müsste allerdings draußen nochmal so ein Schrank kommen. Aber jetzt machen wir mal weiter. Vielleicht ist es auch eine veraltete Info, die ich da mal wieder gelesen habe. Wenn jetzt das erste Mal. Mhm. Dann macht es trotzdem Laune. 2er HP5. Ist auch nicht die Waffe, die ich meinte. Hier. Lesen wir jetzt mal. Das Dokument beschreibt das Protokoll für die Einsätze der Festung Thorsberger und des dortigen Bataillons. Sowohl in ruhigen als auch in Krisenzeiten. Jemand hat einen Abschnitt eingekreist. Festung Thorsberger, Artillerieabschnitt, eingeschränkter Zutritt. Aufgrund seiner strategischen Bedeutung ist der Zugang zur Artillerie sowie zu allen Bereichen des Artilleriebunkers einschließlich der Wohnräume strengstens auf befugtes Personal beschränkt. Diese Einschränkung gilt für sämtliche in der Kommandozentrale stationierten Personen. Personals. Der Zutritt erfolgt durch eine verbale Gegenbestätigung, wechselnd des Sicherheitscodes für den Hauptkontrollraum, woraufhin die Tür aus der Ferne entriegelt wird. Okay. Scheint hochstrategisch. Stelle die Stromversorgung wieder her. Ist im Prinzip Bunkerarbeit, die wir jetzt gerade hier machen, gell? Ich muss hier genau gucken, Leute. Damit wir keinen Waffenschrank übersehen. Ich gehe davon aus, dass meine Waffe hier irgendwo sein wird, aber bis jetzt haben wir schon ganz viele gefunden. Frage natürlich, er sagt hier drüben, es geht runter noch. Ich würde erstmal da drüben abklopfen, aber kann sein, dass die zu ist, ne? Ja, die ist zu. Die wird wahrscheinlich auch zu sein hier. Ne. Schlüssel erforderlich. So, jetzt müssen wir aufpassen. Hier sind wir mit Sicherheit nicht allein. Ich würde es wundern, wenn der alleine war. Übel, übel, übel. Gott sei Dank habe ich ein bisschen Loot ausgeräumt. Hier ist es mit dem Licht mal ganz schlimm gerade, finde ich. Ich bin zu weit gerade das gesehen. Ich höre auch gerne Robo. War hier im Eck standen, ne? Wo?
Hier ist es mit der Lampe irgendwie ganz, ganz übel. Ich sehe lange nicht das, was ich sehen will. Keine Waffenkiste, schade, ich dachte. Aber hier ist es mit dem Licht ist es hier echt übel. So auf einen kleinen Radius begrenzt. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Also ich gehe jetzt momentan tatsächlich hier halt alles ab, ne, wenn da irgendwo eine Waffenkiste steht. Das Zeichen habe ich schon gesehen. Trotzdem ist hier auch gleich mal was übersehen, leider. So, den Raum haben wir. Den haben wir mehr als. Vorne müssen wir weitermachen. Da sind bestimmt auch noch welche, oder? Keine Feinde, keine Waffen. Oh nö, ihr Säcke. Keine Feinde, keine Waffen. Wow! Das Kommandozentrum auf jeden Fall. Jetzt wird es übel, wenn nämlich jetzt hier die Waffe bisher nicht dabei war, kann die im ganzen Komplex irgendwo rumliegen, ne? Wenn die Info stimmt. Vorausgesetzt. Aber jetzt machen wir mal hier den Bunker fertig. Frage, der ist aber nicht zufällig hier mit drin, ne? Utan Skyrim, ne, der gehört hier nicht mit dazu. Der Stützpunkt. So, weiter geht's, vielleicht finden wir ja was. Hier haben wir schon alles durch, da gab es jetzt auch keinen Weg, oder? Müssen wir wieder hoch. Na gut. Ich nehme an, dass jetzt die Türen oben gehen. Machen wir erstmal die rechte hier, einfach fürs Gefühl. Schlüssel fehlt immer noch. Die komme ich auch nicht rein. Die lässt sich von der anderen Seite wohl nur öffnen. Also raus hier. Da habe ich meinen Rucksack. Glaube ich, vielleicht gehe ich danach nochmal vorbei. So. Sind gut aufgefüllt, die Räume mit Mobs, oder?
Scheiße. Hier liegt nochmal eine Waffenkiste. HP5. Da sind da weit mehr Waffen drin, als es da vorhin angezeigt hat, ne? Schade. Nicht die, die ich wollte, bis jetzt. Bestimmt ist das eine uralte Info, die ich da bekommen habe. So. Wollen wir schon runter oder was anderes machen wir da hier nochmal kurz vorher gucken? Gehen die Räume durch, oder? Für mich ist das eigentlich, wäre das die geilere Geschichte, wenn ich eine Mission hätte, wo ich wüsste, ich kriege da eine Waffe, wenn ich sie finde und so. Dann bin ich noch mehr auf Mission. Würde doch eine Shotgun passen. Automatgewehr 4 mit 2. Sprinten wieder nicht möglich. Also pass auf, dann haue ich die 1 raus. Das reicht noch nicht. Das reicht eben noch nicht. Noch eine müssen wir. Ich würde einfach die, weil es momentan schneller geht. Ich kann ja das ganze kleine Gruschzeug rausholen jetzt und da lassen. So, Leben reicht noch. Nachladen habe ich. So. Achtung, hier. Selbst vorne rechts ums Eck. Kampf. Jetzt gucken wir aber nur rein. Doch, die nehme ich natürlich mit. Ist ja meine. Zeigt sie den jetzt hier an? Ist das sie jetzt wirklich die erste, die so von sich aus schon offen war? Muss ich beide mitnehmen? Waffenkiste im Schrank irgendwo? Ich sehe keine. Ich bin mal gespannt, ob es nicht so endet, dass ich hier dann irgendwie offscreen ewig durch die Gänge hecht, in der Hoffnung, ich finde sie. Und die ist gar nicht mehr hier oder so. Jetzt müssen wir sich aber nochmal ganz kurz was gucken. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, hier sind keine Zecken mehr in den Räumen, in den abgeschlossenen, sind sie wieder da. Deswegen bleibe ich vorsichtig einfach. Nichts. So, nochmal ganz kurz hier ums Eck linsen. Gespannt.
Habe ich nicht gleich. Oh, Scheiße. Habe ich nicht gleich gesehen. Und das alles bis jetzt ohne Spritze. Und immer die Angst im Nacken, dass ich mich hier rausporten muss. So, da war aber noch einer. Die standen beide erhöht auf dem Tisch, ne? Der ist tot, ne? Dabei hast. Hier. Torsberga, Torsberga. Det här är HMS Visborg. 10 distansminuter sydost om Hisingenäset. Vi har inkommande eldgivning från era pjäser. Bekräfta. Jag upprepar, ni skjuter på era egna. Avbryt om... Okej. Wie geil, Kummer. Betritt den Bunker der Küstenartillerie in der Festung Torsberga. Ich habe bestimmt die Waffe schon verpasst. Habe ich so ein blödes Gefühl gerade. Ich weiß noch nicht mal, welche. Ich weiß nur, dass er nicht gerade eine 1er oder eine 2er sein müsste. Ich weiß nicht, ob sie 3 oder 4 ist. Jetzt machen wir hier so lang, bis wir weggeschickt werden wieder. Und dann, wenn ich sie nicht gefunden habe, laufe ich noch einmal durch. Muni haben wir jedenfalls noch genug für die Kiste hier. Was ich auch längst mal probieren wollte, wenn wir es schon die ganze Zeit geskillt haben, ne? Ist das schon ausgerüstet? Jo, ich hab's auf der 7. Wir haben doch jetzt nochmal einen Punkt freigeschalten, gell? Okay, Tote. Tote kennen wir nicht. Wenn wir nachher mal gucken, wenn wir was Größeres sehen vielleicht. Hier ist wenigstens das Licht wieder einigermaßen. Okay, aber hier waren wir schon. Ich erinnere mich sogar. Frage ist nur, ob wir überall waren. Ich glaube, gell? Vom Gefühl her finde ich es ganz gut, dass es da vorgeht in die Halle. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wir eher da unsere Sachen finden. Jetzt pass mal auf. Die nehme ich jetzt mit. Aber ich laufe jetzt erstmal, wenn es zu kritisch wird, kann ich immer noch ausladen. So. Müssen wir gucken, manchmal ziehen auch welche nach, ne? Ich erinnere mich an eine Szene in Staffel 1, da waren auch die Dinger aufgebaut, allerdings in ein längerer Gang. Es war ein längerer Gang. Haben wir auch viele Waffen damals gehabt, glaube ich. Wieso fummelst du noch? Tritt den Bunker. Ich glaube, der war auf der anderen Seite drüben. Kann das sein? Gehört natürlich dazu, ne?
ist denn der bitte? Ja, nicht unbedingt weit. Lass uns mal kurz drüben nochmal gucken. Bin mir nicht ganz sicher. Und da hinten würde ich gerne nochmal reinlinsen. Aber nachdem hier die Tür aufsteht, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier rein sind, ne? Und dann außen rum und jetzt praktisch da hinten noch. Checken. Vielleicht ist da nochmal in der Halle, wenn das eine andere Halle ist. Boah, wieder da hinten abstaubt. Wenn das hier eine andere Halle ist, aber ich glaube, das ist die, in der wir waren, gell? Das sind die brennenden Panzer und die kaputten Robos. Ja, nee, dann geht es hier auch nicht weiter. Jetzt haben wir das Problem, dass der Typ da vorne so durchdreht. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir den auf dem Arsch haben. Das ist noch eine von der ersten Prototype hier. Der ist noch nicht so fit. Schaden macht er trotzdem wie Sau, gell? Ja, wir müssen da rein. Da werden Gasflaschen. Die kriege ich bloß nie dahinter. Das kann jetzt eine enge Aktion werden. Ja, rennt gerade weg. Hier müssen wir rein. Stopp. Militärzone, da findet man unsere Waffe, oder? Krieg ich nicht zu. Finde und deaktiviere alle drei Artilleriebatterien in der Festung. Okay. Zeichen haben wir schon. Natürlich auch hier wieder jede Menge Zecken drin. Das ist keine Zecke. Das ist sogar einer. Da ist aber einer. Das ist einer mit roten Kabeln, ne? Das ist jetzt auch noch ein Block. Ich gehe zu viel Risiko ein, indem ich hier aufs Sprinten verzichte. Ich nehme an, dass es die Muni ist, die mich gerade so schwer... Ich lasse die da, ich benutze nicht und das bisschen Schredder, die finden wir immer wieder mal. Das ist meine, die darf ich nicht, die will ich aber ungern hergeben hier, ne? Das hätte man eh schon tauschen können. Gerade mal, wenn ich den Ding angucke. Ja, aber das mit dem Schaden, ich bin jetzt gerade die so gewohnt, wie sie läuft, das passt schon. Jetzt kann es wenigstens wieder laufen, Loot halt jetzt nur noch Waffen. Reingucken, wenn keine Waffe drin ist, ist gut. Schon gedacht, dass du in mir bist. Ich hab mich jetzt auch gewundert. Aber hier sind ja nie Waffen drin, ne? Kannst ja mitnehmen. Jetzt habe ich alles mit. Lass gut sein. Lieber gehe ich in der zweiten Runde nochmal hier gemütlich durch. Keine Waffen im Regal. Weiter geht's. Ja, das ist dahin. Ich dachte schon, ich muss hier was aktivieren. So, meine Freunde. Ich würde sagen, wir sind auf der richtigen Ebene. Wir müssen da gleich durch. Schlüssel erforderlich.
Ja, richtig. Hier geht's nirgends mehr hin. Also geht's doch runter. Sehr cool. Also solche die Missionen, die machen schon saumäßig Laune. Ich bin auch gerade voll in mich gekehrt, so ein bisschen. Ja, das Gefühl, dass man jetzt... Oder ist es der Gang, von dem ich vorhin erzählt habe? Es ist der Gang, den ich letzt... Das ist nur ein Revolver. Sein können, dass die... Ich sollte natürlich trotzdem gucken, welcher das ist, ne? Das ist aber dasselbe wie unserer. Aber egal, wenn man da nicht guckt immer, ne? Nachher lässt man was liegen. Was ist jetzt hier? Ich weiß, man könnte das auch anders machen mit dem Loot, aber... Da geht nichts. Okay, weiter. Langsam. Vielleicht hat der mal Waffe. Ich will ja nur die Waffe, weißt du? Da bin ich ja schon... Oh. Die würde ich ungern liegen lassen. Jetzt muss ich gucken, was das für eine ist. Wenn es eine 1er ist, lasse ich sie. Bah! Leute. Granatgewehr 3er. Das kann ich nicht hier lassen. Das müssen wir mitnehmen. Das müssen wir mitnehmen. Kann man gucken, mal, vielleicht schaffen wir es ohne, dass ich 1000 Sachen schon wieder weglege. Meint ihr, dass das Unterschlupfzeichen bedeutet, dass wir da hinten gleich einen Unterschlupf finden? Ich würde mich so freuen, gerade wenn ich jetzt hier noch weiter looten möchte. Schienen. Da steht ein Rohr. Das war ein Fehler. Jetzt muss ich draufhalten. Ich kann nicht wegrennen, ne? Also pass auf. Ich sorge jetzt dafür, dass ich wieder rennen kann. Das ist ja nicht viel. Wir brauchen nur ein knappes Kilo. Ich lege jetzt eine von den 3er Waffen weg, die ich nicht benutze. Wieder. Wobei ja ein, zwei Spritzen haben wir ja, also ganz so kritisch ist nicht, wie ich jetzt gerade tue. Lass mich kurz alles absuchen. Das ist sie, glaube ich. Leute, ich glaube, das ist meine Waffe, die ich haben wollte. Waffen 4 von 4. Also die Waffen, die man... Das ist sie. Das ist sie. Wir haben sie gefunden. Wir haben sie gefunden. Jetzt können wir aber gleich sehen, welche... Guck mal, nämlich eine 4er nämlich. Halbautomatische Sjöqvist. Und die tausche ich mit ihr hier. Guck mal. Das sind die aktuellen Werte. Gleiche Munition nehmen wir dann. Und. Boom! Boom! Damit! Boom! Auf geht's. Gegenstände. Einen Platz zuweisen.
auf die 2. Sehr geil. Und die haben wir. Die zwei Sachen, die kann ich jetzt hier auch nochmal anbringen, oder? Sehr geil. Ich bin gespannt gleich, wie es abgeht. Einen Platz zu. Nee, nee, hast du gemacht. Ich brauche Ergänzungen. Okay, muss erst von der anderen abbauen. Ich weiß aber nicht, ob sie identisch passen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ergänzungen. Nee. Oh, schön, dass wir die gefunden haben. Leer. Okay. Geht es nicht, gell? Lass mich das aber jetzt mal angucken. Sehr geil. Vorne kommen. Ja, die macht zumindest mal ein anderes Geräusch. Wie das, die erste, die wir da hatten, dieses Flop. Flop. Okay, ich bin happy, dass wir die jetzt haben. Die werden wir uns aufbauen auf jeden Fall. Zumindest wenn da noch was aufzubauen ist. Kenne mich leider nicht so gut aus. Jetzt pass auf. Ich könnte mir vorstellen... Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgend... Die habe ich behalten. Oh, aber da freue ich mich saumäßig gerade. Man, die wiegt ja fast nichts hier, die Muni, die ich da die ganze Zeit einsammle, ne? So richtig viel wiegen passt... Siehst du die da zum Beispiel mit einem Kilo? 9 mm, aber die würde ich halt gern schreddern. Muni würde ich gern schreddern. Und hier ist eigentlich auch nicht wirklich krass, was dabei was raus kann. Die mit 2,2 Kilo, die benutze ich im Moment eh nicht. Da haben wir ganz viele auch daheim. Ich lasse die hier da. So, wichtig ist, dass ich wieder laufen kann. Ja, dann machen wir aber jetzt hier weiter noch, oder? Ich will jetzt irgendwie noch nicht so richtig heim. Nicht, jetzt sammeln wir mal nichts ein. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo... vielleicht doch einen Unterschlupf hier finden. Das lassen wir jetzt alles liegen. Ich bin sonst wieder voll. Oh, das wirkt halt leider nimmerle besser. Und Postenmunition können wir uns ja herstellen. Das Rezept haben wir jetzt, ne? Ich weiß, die andere Richtung wäre gescheiter gewesen. Sag mal, ich würde echt interessieren, kann das sein, dass hier ein Unterschlupf dann ist? Weil dann würde ich gucken, ob ich den kurz frei mache, weil dann können wir in aller Ruhe nämlich hier auch... morgen weitermachen, oder? Komm, wir gucken mal, ob wir da einen Unterschlupf kriegen. Ich gehe davon aus. Weil, wenn ich jetzt so rüberschiele, kann ja nur das da drüben sein. Komm, wir gucken. Und dann schlappen wir morgen von drüben gemütlich rüber mit unserer neuen Waffe. Ich guck mal in der Kiste daheim, ob ich irgendwas habe, was wir benutzen können. Und dann haben wir auch wieder Zeit zum Looten, beziehungsweise ich mache Gewicht klar, ne? Jetzt hast du dich selber verletzt, nimm so ein Ding. Ach, guck mal hier. Schlüssel erforderlich. Ja, wir haben die Waffe. Waffe, jetzt haben wir alles erreicht. Jetzt machen wir aber hier noch weiter, weil es einfach gerade Spaß macht auch. Ich nehme an, dass da unten jetzt dann der Unterschlupf ist, oder? Jo, geiler Unterschlupf. Hier würde ich übrigens tatsächlich auch im Real Life dann hausen wahrscheinlich. Ach, Leute, wie gut. Unterschlüpfler ist da. Sehr, sehr schön. Das war eine coole Runde bis hierher. Morgen machen wir auf jeden Fall nochmal an dem Bunker die Mission weiter. Hier mit dem neuen Gerät. Ich werde so ein bisschen gucken, dass ich modifiziere. Und ganz wichtig für uns, wir haben jetzt die Möglichkeit, Postenmunition herzustellen. Das ganz gute Rezept holen wir uns natürlich auch noch irgendwann. Guck mal, wenn ich jetzt hier drauf drücke, haben wir gleich mal 25 Stück mehr. Boom. Freue mich. Morgen geht's weiter. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon drauf.